Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Ja, letzte Folge haben wir aus Versehen Lauren auf dem Gewissen. Also wir haben sie nicht umgebracht, aber wir haben sie auch nicht gerettet. Sag ich mal so. Und Ethan ist Blake entkommen. Also eine gute Sache. Gut, wir sind jetzt Shelby und wollen jetzt hier bei Gordy Besuch abstatten. Ja. Pulle, Pulle! Komm gleich rein in die Hütte. Ja. Oh, hat sogar eine Wumme. Jetzt meint er es ernst. Dreht Baby aber durch. Wie meine Ein-Mann-Armee. Rambo lässt grüßen. Weg mit dem. Dem auch. Also müssen wir nachladen, ne? Hat einen Sprung. Hey. Hallo? Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Blöder Wichser! Bitte, tun Sie mir nichts! Bam! Mistkerl! Lauren ist tot! Sie haben sie getötet! Halt! Halt! Bitte! Nö, kriegst noch einen drauf. Nee, nicht erwürgen. Baby, aus! Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer! Nein! Er ist unschuldig! Er ist kein Killer! Kein Killer! Nehmen wir übrigens darfst du, aber nicht töten. Sie scheiß Lügner! Raus mit der Wahrheit! Obwohl, die Bodyguards hast du auch Nein, alle abgeknallt. Bitte. Ich weiß nichts! Letzte Chance. Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Oh. Erzähl jetzt einfach! Oh. Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Ja, doch besser so. Goldie wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Okay. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Willing? John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Also ist Gordy doch nicht der Killer, ja?
Ich dachte, ich hab's durchschaut, aber... Die kleine Lauren war eine Hure. Vergessen Sie sie. Arbeiten Sie für mich, Shelby. Ich zahle gut. Jetzt müsste es noch auf eine Schelle gehen. Dann können Sie alle Mädchen haben. Halten Sie verdammt das Maul. Kapiert. Schnauze. Dafür hätte ich ihm noch eine gezimmert. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Welche Schublade? Ich bin einfach ein zu guter Mensch. Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Ja, aber... Wenn man Unrecht ergibt, kein Recht, ne? Du hast ja schon genug auf dem Gewissen. Eine gedonnert hätte ich ihm noch, ja. So eine Schelle hätte er auf jeden Fall noch verdient. Unbesiegbarer Scott, gutherzig. Ja, hoffentlich bereuen wir das nicht. Obwohl, Shelby bereut es ja jetzt schon. So, mal wieder Madison. Ich hoffe, es war kein Fehler, mit dem Motorrad wegzufahren, weil ich kam mir nicht an das Telefon ran, was da gezeigt wurde. 9.07 Uhr. Jetzt sind schon 126 mm Niederschlag. Anne Shepard? Wo war sie denn jetzt davon? Ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Ja, okay. Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Dann wird die Befragung aber nicht viel bringen. Also, wollen Sie den was zu essen holen? Sie weiß ja gar nicht, was mit Ethan jetzt... Oder habe ich was verpasst? Naja, stelle ich mir einfach in den Weg. Zimmer 19 am Ende des Gangs. Hier, Ideen. Aha. Obwohl, man kann jetzt nicht immer misstrauisch werden, nur weil man irgendwo Orchideen sieht, ne? Der 20, dann müsste hier die 19. Ja? Ja. Okay. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Vorstellen. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ich wäre schon gerne im Krankenhaus. John. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Weiter Sohn? Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Was?
Canopy Square. Hallo? Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Sehr geiles Gespräch. Was? Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Ja, das hat man im Flashback gehört. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Was hier in der unteren Schublade? Gar nichts. Okay. Will ich die Schränke noch untersuchen? Nee. Das? Origami-Buch. Okay. Ich glaube, so einen Frosch habe ich damals auch gebastelt. Aber ich will den Kolibri. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Entschuldigung. Hier mit dem Kranich. Da. Magst du den mehr? Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ah. Dann basteln wir mal alle Figuren durch, bis sie sagt, ja, die mag ich. Aber das hat sie gegen Kolibris. So, hier ein Hund. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? So, nu? Mehr kann ich aber nicht machen, anscheinend. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Hat es Adam vielleicht einen Kumpel, der da gestorben ist? Der dabei war, als John gestorben ist. Ja, sonst noch irgendwas? Nö. Kann ich sie ja nicht weiter befragen.
Nee, anscheinend nicht. Gut, aus der kriegen wir wahrscheinlich nichts mehr raus. Dann gehe ich einfach mal wieder. Wir können ja zumindest Tschüss sagen, ne? Aber... Kann sie mir hier weiterhelfen? Ich sitze doch nicht umsonst da. Anscheinend doch. War nur ein kurzer Besuch. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar, aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Sohn? Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Hm. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Besuche? Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die erste hier. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Gut, wir werden dann in der nächsten Folge mal die Orchideen versuchen mitzunehmen und ihr die zu zeigen. Vielleicht erfahren wir so noch etwas. Aber für heute soll es das mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!